Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinig Zeitgedanken an diesem Mittwoch. Wir schreiben den 16. Oktober 2024. Ja, ein eindrucksvolles Hintergrundbild, werden einige sagen. Ist es der Pleitegeier, auf den wir warten, oder ist es noch ein anderer Vogel, der sich auf die Pfründe setzt und sie bewacht, nämlich enorme Goldreserven und viel, viel Geld. Wir werden erinnert an unsere heutige Zeit, und zwar an die Zeit, in der sich alles um das Geld dreht. Und wir werden erinnert an die heutige Zeit, da das Bankensystem kurz vor dem Kollaps steht. Wir werden daran erinnert von den heutigen Tagen, dass es Menschen gibt, die natürlich ihren Reichtum nicht hergeben wollen und die schon seit Jahrhunderten diese ganze Welt auch beherrschen. Wir sehen die Auswirkungen, was uns jetzt alles ereilt und dass wir sogar eine Enteignung erfahren werden. Wir gehen also nicht auf rosige Zeiten zu, sondern es sieht sehr, sehr düster aus. Aber dieses Bild soll uns jetzt nicht nur an die heutige Zeit erinnern, sondern an zwei Texten, die heute dran sind, nämlich Losung und Lehrtext. Und da wollen wir doch mal reinschauen. Da geht es nämlich gerade um dieses Thema. Da heißt es im Neuen Testament: Besser ein Gericht graut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass, aus den Sprüchen 15, 17. Ja, lieber ein graut Gericht als ein gemästeten Ochsen. Ist es so? Ist es Ihr Ernst, dass Sie lieber eine Krautsuppe oder ein Krautgericht essen würden, anstatt einen gemästeten Ochsen? Nur weil die Stimmung so ausschlaggebend ist, nämlich dass der, der das Krautgericht reicht, es mit Freuden gibt und voller Fröhlichkeit und sich sogar noch mitfreut, dass sie da sind, während derjenige, der den Ochsen spendet und vielleicht hergerichtet hat, der sagt sich, ja, jetzt muss ich den auch noch teilen. Was ist da für eine riesen Aufgabe vor mir? Ich möchte das ja gar nicht, aber ich tue es halt, weil ich es muss. Wir alle kennen solche Gastfreundschaften. Gastfreundschaften haben wir sicherlich auch mal erlebt. Da gab es Dinge, da haben wir nur gestaunt. Menschen mit ganz wenig Geld. Sie waren freundlich, herzlich. Sie haben das Letzte aus der Schublade geholt. Und sie haben aufgetischt und es war ihnen egal. Und ich kenne es in meiner Gemeindearbeit, aber ich kenne es auch von zu Hause. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Da war es immer so, dass man das Letzte gegeben hat. Die Gäste hatten den Vorzug. Und manchmal haben wir uns als Kinder auch gefragt, ja, warum muss man da so auftischen? Und andererseits, dann gab es jene Häuser, da war alles vorhanden, da war ein Prunk, ein Reichtum da. Und da merkte man, dass man nicht mit Liebe gab, sondern dass es ja alles auch vielleicht zu viel sein könnte, was man weggibt. Ja, da bleibt einem manchmal der Bissen im Halse stecken, da möchte man gar nicht hin. Nein, da fühlt man sich ja dann auch nicht wohl. Und wir wissen das auch, dass je reicher Menschen sind, umso schwerer können sie sich von irgendwelchen Dingen trennen. Da wird genau hingeguckt, da wird gerechnet, ja, da wird gefeilscht und letztlich, wir kennen es aus dem Alltag, pflegen die Reichen ja lieber nur Kontakt mit den Reichen. Ich habe so viele Sprüche schon gehört, auch von einem, der etwas mehr verdient, der sagt, ja, ach, mit den anderen kann ich mich ja gar nicht unterhalten. Es stinkt mich an, wenn die immer nur rumjammern und wenn sie kein Geld haben und wenn sie das immer zu umdrehen müssen. Ja, ich denke, da ist was Wahres dran, dass man lieber eine Krautsuppe isst als einen gemästeten Ochsen, wenn man sieht, wie das Gegenüber sich verhält. Und dieser weisheitliche Spruch ist also aus dem Leben gegriffen und hat eine ganz, ganz tiefe Botschaft uns mitzugeben, dass es wirklich keine Freude macht, mit Menschen zusammenzukommen, die auf ihrem Reichtum gerade zu hocken und die dann natürlich auch nichts weiter davon abgeben. Wenn sie abgeben, ja, dann haben sie zig Ausreden, warum sie das jetzt noch nicht tun können, sondern erst später tun werden. Schauen wir doch mal noch in den neutestamentlichen Spruch. Da heißt es, Jesus sah eine arme Witwe. Sie steckte zwei kleine Kupfermünzen in den Opferkasten. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben.
Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Es ist schon ein starkes Stück. Jesus setzt sich gegenüber dem Opferkasten hin. Wenn wir das bei einer Veranstaltung tun würden, würden sich die Menschen aufregen. Aber er tut es und er nimmt eine ganz große Botschaft aus der Handlung dieser Witwe mit, denn er sieht, dass sie und weiß, dass sie alles gegeben hat. Und ich denke, das ist tatsächlich so im Leben. Der nicht viel hat, der gibt auch noch gern. Und wir wissen auch, dass in der Bibel steht, einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Ja, es scheint irgendwie damit zusammenzuhängen, dass der wenig hat, auch damit leben kann, dass er mal nichts hat oder dass er wieder mal warten muss oder dass er weiß, Gott sorgt schon für mich wieder irgendwann, es wird schon weitergehen. Und die den Reichtum haben, die haben ja nur Angst, dass sie verlieren, dass es dann nicht mehr reichen könnte und dass es weniger wird. Ja, ich kenne Menschen, die haben mir gesagt, ja, unter 15.000, unter 20.000, wenn ich das auf meinem Konto dann habe, also weniger als diesen Betrag, dann wird es mir richtig mulmig, dann geht es mir nicht gut. Und ich denke, es gibt Menschen, denen wird schon ganz anders mulmig, wenn sie nicht mehr 1 Million auf dem Konto haben. Und wir wissen, es ist so viel Geld eigentlich, auch hier in der Schweiz und in anderen Ländern, im Umgang, dass wir alle so gut leben könnten, aber da wird gehortet, da wird festgehalten, da wird für sich gesorgt und da ist die Angst da, dass man ja nicht genug haben könnte. Und ich habe es erst vor kurzem wieder erlebt. Ich habe ja 2 Beerdigungen machen dürfen, vergangenes Jahr und auch dieses Jahr eine. Und jetzt sehe ich, wie also eine unheimliche Menge Geld auch zurückbleibt. Und dann frage ich mich immer, ja, warum haben diese Menschen nicht mehr gelebt? Oder haben sie nicht anderen noch mehr eine Freude bereitet, Geld festgehalten, um dann am Ende irgendwo das Geld dem Staat zu geben oder Menschen zu überlassen, die eigentlich schon in Hülle und Fülle haben. Es ist eine ganz verrückte Welt, aber so ist es. Und wir sehen, dass sogar diese Einstellung zu den großen Kriegen führt, zum Great Reset, dass man jetzt den Menschen sogar auf eine Zahl begrenzen möchte. Dieser Geiz, diese Gier macht Leben kaputt, zerstört Gemeinschaften und macht eigentlich alles zunichte, was man letztlich so das Leben nennt oder mit dem man das Leben umschreiben könnte. Es ist ein Trauerspiel und wir sehen, dass der Mammon, das Geld, wohl eines der größten Kräfte ist, die der Teufel in die Waagschale wirft. Und er weiß, dass die meisten Menschen damit zu kriegen sind. Und zwar in die Abhängigkeit und in die Gier. Hoffen wir, dass wir von Gott die Kraft kriegen und die Stärke, zu diesem Besitztum, zu diesem Geld auch ein anderes Verhältnis zu haben und daran denken können, dass Gott uns zugesagt hat, er wird für uns sorgen, so wie für die Lilie auf dem Felde und dem Sperling, der sich in den Himmel hebt. Ja, wenn wir mehr Vertrauen hätten, brauchten wir die Ängste nicht, brauchten wir die Versicherung nicht und dann brauchten wir auch nicht die Gier zu bedienen. Dann könnten wir uns gegen diese Zwangsabnahmen stellen, die ja immer wieder vorgenommen werden von der Bevölkerung. Jetzt soll es ja sogar noch eine Ofenprüfung geben, habe ich gehört, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Man darf also in Zukunft wahrscheinlich nur noch den Ofen anfeuern, wenn man eine Prüfung gemacht hat. Und da sehen wir, wie dekadent und wie begrenzt manche da tatsächlich nur noch denken können und den Menschen Sachen auferlegen, nur um Geld zu bekommen. Lassen wir uns von der anderen Seite tragen, anstecken. Lassen wir die Witwe uns ein Vorbild sein und daran denken, dass manchmal eben wirklich eine Krautsuppe besser schmeckt als ein gemästeter Ochse. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, ich darf an dieser Stelle noch Danke sagen und ich habe mich riesig gefreut, wieder
dass Ende September und jetzt im Oktober wieder ein paar Beträge gekommen sind, die uns wieder helfen, auch weiter unterwegs zu sein. Ich bin auch angeschrieben worden. Ja, ich denke, ich habe es aber doch an verschiedenen Stellen richtig gemacht, meine Daten besser anzugeben. Man würde mir gerne da mehr entgegenbringen und mehr spenden. Ich habe sie also jetzt noch einmal versucht, hier und dort neu mit einzustellen, aber ich denke, man kann ja den Film auch anhalten, wenn er kommt, auch der Dankesfilm. Da habe ich auch diese Nummer eingeblendet und ich habe im Vorspann jetzt noch einmal die komplette Adresse angegeben. Erstmal schönen Dank für den Hinweis und ja, mir fällt es immer noch schwer, muss ich echt sagen, überhaupt mit diesem Thema manchmal leben zu müssen, dass ich ja nur nehme, was ich bekomme und vielleicht mache ich zu wenig Werbung, aber ja, ich denke, Gott wird für uns sorgen und er wird immer wieder auch Menschen die Herzen öffnen, dass wir weiterkommen. Ja, kommen wir jetzt zu diesem, was wir vorbereitet haben. Sie kennen es ja, ich nenne nur die Ortschaften, aber ich möchte dafür ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Ein Dankeschön für die Unterstützung geht, und hier sieht man halt auch oben, da müssen Sie anhalten, unsere Verbindungen. Ein Dankeschön geht, und jetzt sollte ich der Vorhang öffnen, tut er es? Jawohl. Und zwar, wir sehen es zuerst mal in die Schweiz, nach Richterswil und nach Herisau. Und dann wechseln wir das Land. Ein Riesendankeschön auch nach Schönebeck an der Elbe, wieder nach Deutschland und dann geht es wieder zurück in die Schweiz nach Oberrohrdorf. Ja, und dann kommt eine Menge in Deutschland. Dann darf ich Dankeschön sagen nach Eberswalde, nach Sachsenheim, nach Taucher, nach Annaberg-Buchholz und weit in den Norden wieder von Deutschland nach Jever. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist schon eine Verbundenheit von manchen Orten gegeben. Wir sehen, es sind oftmals auch, ja, ich sag mal, immer wiederkehrende Beträge, die uns doch sehr, sehr Freude bereiten. Dann ist wieder über Twint etwas eingekommen, das möchte ich hier auch wieder mit erwähnen. Und dann wieder ein Ort, den wir auch schon kennen in Österreich, St. Marein bei Knitterfeld. Und ich kann nur einfach Dankeschön sagen und freue mich, dass Sie diese Arbeit mit stützen. Der Blumenstrauß ist für Sie bestimmt und unten das Kreuz und die ausgebreiteten Hände. Ja, so geht es uns. Wir hätten es nie für möglich gehalten, dass wir das erleben dürfen, dass wir mit dieser Arbeit auch weiter sein können, dass wir die Menschen erreichen können, dass wir da hoffentlich auch viel Aufbauendes, nämlich Gottes Wort, weitergeben können. Und dass Gott so für uns sorgt, nachdem wir ja eigentlich wirklich nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Und jetzt hoffe ich doch, dass wir vielleicht bis zum großen Change das also über Wasser halten können und natürlich weiter unterwegs sein können für Sie auf den Plätzen und Straßen. Aber es kommt noch eine Folie, und zwar, die möchte ich nicht vergessen, es sind noch ein paar mehr. Das ist jetzt meistens Oktober schon. Da darf ich Dankeschön sagen nach Neuenburg am Rhein, nach Berlin, alles Deutschland, nach Ravensburg, nach Veltheim, nach Freudenstadt, nach Dresden und in eine wunderschöne Stadt, die ich sehr, sehr mag, nach München. Nicht, weil vielleicht die Spende ein hoher Betrag ist, werden jetzt manche denken, nein, ich mag München sehr, weil das so das erste Anlaufsziel war nach dem Fall der Mauer. Da war ich in München. Wir haben dort eine Stadtbesichtigung machen können. Und München hat einen Charme, ist eine wundervolle Stadt. Und man sieht also auch schon von München die Alpen. Und das war für mich ja das Allerwichtigste. In diesem Sinne ein ganz, ganz herzliches, großes Dankeschön. Die Spendenquittungen gehen die nächsten Tage raus. Aber zwar, wie gesagt, erst ab 100 Euro oder 100 Franken. Sollten Sie weiter unten, also für kleinere Beträge, eine Spendenquittung brauchen, dann schreiben Sie es mir. Normalerweise müsste das Finanzamt aber so entgegennehmen. Ja, und da möchte ich nun Ihnen auch danken, dass Sie auch liken, dass Sie verbreiten, dass Sie letztlich auch mit Ihren Kommentaren dazu beitragen, dass Sie uns helfen, dass diese Botschaft die Menschen erreichen kann und dass sich viele Menschen in einer solchen bewegten Zeit, wo es tatsächlich darum geht, sich zu entscheiden,
dass sie die Möglichkeit haben, mit dieser Botschaft konfrontiert zu werden. Ich finde es enorm wichtig. Wenn sie dann sich dagegen entscheiden, ist das ihr Weg und dann können wir nichts machen. Aber wir geben Gott die Möglichkeit, durch diese Art und Weise hier zu wirken. Und da möchte ich Dankeschön sagen für alle Kommentare, für alle Unterstützung und auch für die Besuche, die manchmal ganz spontan kommen. Ich finde es ganz toll. Neulich stand jetzt jemand vor der Tür und sagte, gibt es denn bei Ihnen einen Kaffee? Ja, wir kamen gerade von der Weltetour und da sage ich, ja, selbstverständlich. Und ich wollte aber natürlich wissen, wer Sie sind, weil ich ja zwar welche schon kenne und erwartete, aber das waren neue Bekanntschaften und es war wunderschön. Und da können sich Freundschaften daraus entwickeln und auch dafür möchte ich Gott natürlich herzlich danken. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, wären Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen, haben Sie eine gute Zeit. Es grüßt ganz, ganz herzlich Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.